Seven vs. Wild. Das ist meine Bewerbung. Seid ihr bereit? Hallo zusammen, mein Name ist Cyril, ich bin 30 Jahre alt, komme aus der Schweiz und wie ihr seht, befinden wir uns in einem Steinbruch. Das ist nämlich mein Hauptberuf. Ich bin Steinmetz. Das ist ein altes Handwerk, wo ich hauptsächlich mit meinen Händen und meiner Muskelmasse arbeite. Genau deswegen finde ich, bin ich der, ich sage jetzt nicht perfekte Kandidat, aber ein guter Kandidat für Seven vs. Wild. Denn ich bin handwerklich ziemlich begabt und kann in meinen Augen ziemlich alles bearbeiten. Klar, natürlich, so ein Knüpfel und so passen jetzt nicht in die Flasche rein. Aber ich kann natürlich auch vieles aus Holz machen, kann vielleicht mit Steinen, die vor Ort sind, irgendetwas bauen, um uns das Leben dort ein bisschen einfacher zu machen. Wie ihr seht, bin auch ich mittelalterlich gekleidet. Das hat eben den Grund wegen Ronson. Ronson bewirbt sich ja auch für Seven vs. Wild. Und wir beide, wir würden mega gerne ein Zweierteam. Des Weiteren mache ich, genau wie Ronson, auch Schwertkampf. Also Vollkontakt-Schwertkampf. Und Fritz, du hast bestimmt eine, die du kennst, die gegen mich schon mal kämpfen durfte. Und zwar werde ich das jetzt einblenden. Und zwar die Lorena. Und natürlich auch der Ronson durfte gegen mich im Schwertkampf antreten. Du! Gegen mich anzutreten. Denn das ist eine Challenge. Und diese Challenge möchte auch ich machen. Für mich ist es nämlich komplett etwas Neues. 2 Wochen einfach da draußen zu sein, sich ein Shelter zu bauen, survivalmäßig zu überleben. Ich selber mache das eigentlich sozusagen nie, weil ich habe meine Arbeit, ich habe meine Hobbys. Es wäre für mich aber eine mega, mega geile Challenge und ich wäre da voll dabei. Ich würde total an meine Grenzen gehen und dieses Gefühl, an die Grenzen zu gehen, das möchte ich herausfinden. Boah, bei Seven vs. Wild mitzumachen, das wäre schon ein kleines Träumchen. Ich wäre da wirklich mega stolz drauf, wenn ich da mitmachen dürfte. Ich würde auch komplett aus meiner Comfortzone rausgehen. Und um genau das geht's jetzt. Fritz hat ja gesagt, wir sollen etwas machen, etwas Neues, was wir noch nie gemacht haben. Etwas, was vielleicht auch aus der Comfortzone rausgeht. Und das werde ich heute machen. Ich habe mir lange überlegt, was ich machen soll, was ich noch nie gemacht habe. Und da habe ich mir überlegt, mach irgendetwas, was total abgefahren ist. Irgendwie komplett was Neues, was du von früher irgendwie mal gesehen hast oder so, du selber aber noch nie gemacht hast. Ja, dann ist mir ziemlich schnell die Idee gekommen. Ich habe das von früher immer gesehen. Wenn du kein Wasser da hast und wirklich was zu trinken brauchst, dann hat es früher solche, ich sag's jetzt mal, Spinner gegeben, die haben ihren eigenen Urin getrunken. Ja, und auch das werde ich heute machen. Das war jetzt nur Fanta. Ich muss jetzt zuerst was trinken, um überhaupt das Glas zu füllen, ne? So, nun ist es soweit. Dieses Glas ist im Moment leer. Ich habe mir überlegt, wie mache ich es, dass es nicht danach ausschaut, dass ich bescheiße, dass ich das irgendwie stelle oder so, sondern dass ich das wirklich mache. Und zwar werde ich jetzt wirklich vor Kamera da drüben da reinpinkeln, werde es mit ein bisschen Wasser noch verdünnen, weil Urin zu trinken ist nicht gerade gesund. Also mach das nicht nach zu Hause, bitte. Das hat da noch ganz viele Salze drin, zum Beispiel Natrium hat es drin. Es hat aber auch Bakterien drin natürlich, die nicht gut sind. Deswegen ist das nicht die beste Idee eigentlich, das zu machen. Aber für Seven vs. Wild gehe ich da komplett aus meiner Comfortzone raus und werde das nun machen. Ja, das Ding ist jetzt ein bisschen sehr voll. Ich kipp's noch ein bisschen aus. Das wird so übel. Hier habe ich noch das Wasser, dass ich ein bisschen verdünnen kann. So, das Ganze ist jetzt ein bisschen verdünnt. Ich habe letzte Zeit auch nicht so gut getrunken, deswegen ist es ein bisschen gelb. Und ja, ich werde das jetzt wagen. Ja.
Och. Ich hätte es mir tatsächlich schlimmer vorgestellt. Es ist salzig. Aber ich hätte es mir schlimmer vorgestellt. Es ist eher, das schmeckt jetzt tatsächlich wie, als ob man mehr Wasser trinkt. Es ist tatsächlich jetzt nicht schlimm. Oh, dann mit Wasser runterspülen, hey. Es ist, ich hab's mir jetzt echt schlimmer vorgestellt. Es war jetzt gar nicht so schlimm. Tatsächlich. Also im Notfall würde ich sagen, wenn ich nichts zu trinken hätte, würde ich das wieder machen. Wer weiß, vielleicht wenn ich bei Seven vs. Wild dabei bin und ich kein Wasser habe, kann es vielleicht sein, dass ich es nochmal mache. Ich würde mich natürlich mega freuen, wenn ich dabei wäre bei Seven vs. Wild. Das Beste wäre natürlich, wenn ich ein Team bilden könnte mit Ronson zusammen. Schaut übrigens auch bei Ronson vorbei in seinem YouTube-Channel RonsonKR. Da ist seine Bewerbung auch drauf. Und ja, es wäre mega geil, wenn ich mitmachen könnte. Wenn ich leider nicht mitmachen dürfte, dann ist es halt so. Das akzeptiere ich dann natürlich voll und ganz. Und ich wünsche dann aber den Wildcard-Teilnehmern, die da mitmachen dürfen, und auch den anderen Teams, die da mitmachen, alles Gute, viel Erfolg, viel Spaß dabei und ja, macht eine geile Staffel draus. Danke.